So Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter World, dem vermutlich letzten Part. Wir werden die Admiralsquest machen. Das ist die letzte. Agathys Feuer wird uns unterstützen, allerdings nicht akustisch aus Gründen, die hier nicht näher genannt werden. Und wir hauen jetzt einfach mal. Wir hauen jetzt einfach mal die Admiralsquest durch. Ich hätte auch den Aufzug nehmen können. Ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt, beziehungsweise nicht mehr gegen richtige Monster gekämpft. Ich habe mit Zero ein bisschen gespielt. Und guckt euch mal den coolen Katzenkopf an. Das ist meine neue Rüstung. Ist das cool oder ist das cool? Zero findet es irgendwie gruselig. Ich finde es super. Ich habe hier ab und zu mal so geringe Frame-Drops. Was ist denn hier schon wieder los? Ich weiß nicht, woran es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon alles gemacht, eigentlich, damit das hier einwandfrei läuft. Aber das Problem ist, es gab ein Windows-Update und das hat ziemlich viel kaputt gemacht. Und dazu noch mit der Aufnahme nebenbei, das scheint irgendwie Probleme zu machen. Ah, guckt euch das an, da kriegt man doch gleich wieder Hunger, ne? Tut mir übrigens leid, dass ich die letzten Parts dann ein bisschen wenig gesprächig war. Die kommen dann alle auf einmal, sind jetzt alle auf einmal gekommen, weil das halt noch Aufnahmen... Jetzt wurde es auch wieder asynchron, ne? Kann ich aber nachträglich nicht synchronisieren, das tut mir leid. Kann ich nicht, weil ich nehme jetzt mit OBS auf. Was sind denn... Ich guck nochmal, Sekunde. Ich mache jetzt mal alles zu, was irgendwie Leistung ziehen kann überhaupt. So, das da weg. Das da weg. Das ist halt das Schöne bei OBS, ich kann nebenbei noch was arbeiten. Aber das Problem ist halt... Die machen... einen Windows Defender jetzt wieder an. Den habe ich eigentlich über die Registry ausgeschaltet. Problem ist, er lässt sich jetzt nicht wieder ausschalten. Und der zieht meinen Prozessor weg. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie wieder auskriege. Wieder über die Registry wahrscheinlich. Aber er ist sehr, sehr ätzend. Und einfach abschießen darf ich ihn nicht. Windows legt da sehr viel Wert drauf, dass das Mistding läuft. Ich hoffe, da kommt im nächsten Update, dass das wieder wegmacht. Weil das ist echt, das ist uncool. Na gut, Leute, wir nehmen die Admiralsquest an. Auch wenn es jetzt ein bisschen laggy ist, es tut mir leid, wie gesagt, Windows. Partner, gehst du wirklich zu dem Ort, den der Admiral erwähnt hatte, wo sich all die Energie angesammelt hat? Ich werde nicht versuchen, dich aufzuhalten, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas schief gehen wird. Und wenn mein Bauch sich meldet, weiß ich, dass ich zuhören muss. Ja, aber das mache ich trotzdem. So, besondere Aufgaben müsste das sein. Nee, ist nicht. Einfach nur Aufgaben. Ort der Bündelung. Ich limitiere mal auf 2 Leute. Und dann geht's los. So, ich glaube... Also ich gebe mal bekannt, dass die Quest offen ist. So. Ich muss dann ein Notsignal senden. Das ist der Ort, von dem uns der Admiral erzählt hat. Du hast es also geschafft. Admiral! Wow! Der viverianische Jäger ist auch hier. Echt wo? Sehe ich nicht. Hier drüben? Mein Bildschirm ist recht dunkel. Ach, da unten. Okay. Was hat der Admiral zu sagen? Ja. Ha, du hast es noch pünktlich geschafft. Du hast es geschafft und auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Der Typ da drüben hat dich herbestellt. Wie ich höre, seid ihr euch schon begegnet. Er sagte, dass es flussaufwärts einen Ort gibt, an dem die ganze Energie zusammenläuft. Also, das heißt, es ist soweit. Wenn du bereit bist, steige in das Boot dort drüben. Aber denk dran, nach dem Einsteigen gibt es kein Zurück mehr. Wenn du nicht bereit bist, lass es einfach. Niemand wird es dir übel nehmen. Wie sieht's aus? Bist du bereit? Ich verstehe.
Wie ich es mir gedacht habe. So läuft der Hase. Als Jäger in der neuen Welt. Ja. Okay. Ich soll da runter. Ah, hier führt der Weg lang. Ich bin gespannt. Ich bin sicher, es wird irgendein Drachenvieh. Also hier schon mal direkt alle Waffen. Alles ausrüsten. Grüße. Jäger. Und so... Achso, nee. Und so sehen wir uns wieder. Seit unserer letzten Begegnung bin ich der Spur aus Hinweisen gefolgt und so schließlich hierher gekommen. Und du anscheinend auch. Ich vermute, du hast den Drachenältesten Friedhof gesehen. Ich habe einen unglaublichen Energiestrom entdeckt, der durch die Adern unter dem Tal fließt und den gesamten Kontinent durchströmt. Bei unserer letzten Unterhaltung war ich noch auf der Suche nach seinem Ursprung. Aber jetzt habe ich einen Ort entdeckt, an dem sich die ganze Energie zu sammeln scheint. Er liegt am Ende des Flusses. Ich habe vor, dorthin zu gehen und mich einmal umzusehen. Das ist das Ende von allem. Lass uns gemeinsam unser Ende suchen. Auf Wiedersehen. Ich warte hier so lange, bis du bereit bist. Ja, aber ich bin doch bereit. So, Pasch hat gerade geschrieben, dass mein Thumbnail gut ist. Freut mich. Flussaufwärts gibt es einen Ort, an dem sich die ganze Energie sammelt. Ich kenne weder den Grund dafür, noch weiß ich, was uns erwartet. Aber ich glaube, wir sollten dorthin. Bist du bereit? Ja. Jetzt komm. Es beginnt. Dann lass uns dem blassen Leuchten dort folgen und herausfinden, wo der Fluss uns hinführt. Wie der Sora Magdaros das dunkle Meer durchquerte, müssen auch wir uns auf eine Reise machen. Sie macht sich Sorgen um uns. Willst du das wirklich machen? Wir kehren zurück. Keine Sorge. Wie hast du diesen verdammten Ort überhaupt gefunden? Wir müssen dem Sora Magdaros für den freigeräumten Weg danken. Nach dem Tod lösen sich die Drachenältesten im Miasma auf und die gesammelte Energie in den Adern der Erde wird dann zu Kristall. Und mit der Zeit wurde das zur Heimat der Ältesten? Ja, allerdings spürte ich in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg in der Energie des Landes. Hört sich nicht gut an. Bereite dich vor, mein Freund. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Es ist im Inneren. Grundgütiger Donnerwetter. Mit der Zeit entstand durch die Bioenergie der Drachenältesten dies. Nicht einmal ich hätte derartige Ausmaße erwartet. Moment. Das ist zu rein. Was ist dieses Ding wirklich? Nein!
muss ihn aufhalten. Na schön. Du schaffst das? Ich bringe ihn in Sicherheit, während du unseren neuen Freund hier in Schach hältst. Lass ihn nicht aus dem Nest, unter keinen Umständen. Ich hole Verstärkung. Tu einfach, was nötig ist. Ah! Oh nein, wie schrecklich! Du schaffst das schon! Los, 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 los! Okay. Der Überälteste sozusagen. Unbekannt. Ja. Jetzt darf Agathys Fire gerne nachspawnen. Weil mich mit dem Vieh anzulegen, ist, glaube ich, alleine ein bisschen ungesund. Ah ja, Quest beigetreten. Okay. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aus der Übung. Dementsprechend verzeiht mir, wenn ich nicht so präzise schieße, wie ihr es von mir gewohnt seid. Fällt gerade was auf. Bei dem Vieh ist so eigentlich Streuung perfekt. Bewegt sich nicht so viel. Und Agathys Fire ist mal weit genug weg, dass ich sie nicht treffe. Habe ich damit jetzt nicht gemacht, aber ein bisschen was. So, mein großer. Das ist eigentlich alles da oben. Nee, ne? Das ist einfach nur Deko. Nur das Leuchtende ist ein Auge. Schwein erwischen. Oh, okay. Ein großer Junge. Ich rette dich aber nicht. Ich reiß dich in Stücke. Irgendwie, die Musik ist zu ruhig, finde ich. Ich meine, klar, die Musik stellt wahrscheinlich so ein bisschen seine Anmut dar. Aber die Musik ist viel zu ruhig. Ich würde halt eher eine spannende Kampfmusik erwarten. Und das hier ist halt... Ich weiß nicht, das ist mir zu ruhig. Es unterschätzt so ein bisschen die Kraft des Monsters. Obwohl ich von der Kraft von dem Vieh bisher ja recht wenig mit... Autsch. Ich halte ja schon meine Klappe. So, kurz mal versorgen. Den Mantel kurz ausziehen, dass der regenerieren kann. Ja, über die Entfernung treffe ich nicht. Merkt auch, ich habe die Waffe ein bisschen aufgebessert, dass ich schneller nachladen kann. Ist, finde ich, essentiell, gerade für sowas da. So, jetzt versuche ich mal irgendwie hinter es zu kommen, dass ich so viel Schaden wie möglich anrichte. Gerade nicht reagieren. Oh Gott, ja. Ja, ich bin ohnmächtig, super. Dann kann ich jetzt auch reagieren. Bei der Flugstation dort drüben kannst du dir einen Mernos schnappen. Damit kommst du ans andere Flussufer. Bei welcher Station hier? Oh
Okay, ja, das ist aber immerhin so ein klassischer Ältestenteil. Wie man den aus den alten Monster Huntern kennt. Man hat eine Arena. Mal ziemlich Problem. Ja, geil. Ich krieg hier den Hintern versohlt. Ah. Ich habe aber auch vergessen, mich wieder voll aufzuladen, muss man dazu sagen. War dumm von mir, tut mir leid. So, wo habe ich... Habe ich hier kein Harthülsenpulver dabei? Bin ich eigentlich... Doch, da. Okay. Wollte gerade sagen, bin ich eigentlich komplett blöde? So, Agathas Feier hat eine bessere Rüstung als ich. Kann ich... Oh, ich kann hier sogar was... Ist mein Angriff hoch? Nee, ich hätte gern, ja, Fischgericht, Verteidigung hoch. Komm. Ja, damit... So hat mir das geschrieben. Okay. Es tut mir leid, das ist jetzt alles irgendwie so. Ist das ein Wolf für mich? Hat Miso mir einen Wolf gemalt? Das wäre ja cool. Wie lange müssen wir das Vieh nochmal aufhalten? Achso, stimmt, ich wollte das Hartfelsenpulver noch nehmen. Ich komme bloß nicht dazu, es zu werfen. Ja, Red war mir auch wieder fit. Lange bleibe ich bloß nicht fit. Das ist mein Ende. Nee, offenbar darf ich noch einen Moment leben. Lebenskraftpulver, ich möchte uns beide ganz gern eigentlich fit halten. Zumindest nicht gleich tot halten. Sagen wir es mal so. Lass mich raten, wenn mich das Ding trifft, bin ich instant weg. Auch wenn ich jetzt gestärkt bin. Gerade nochmal einen Angriffsboost drüber. Blitzkapsel interessiert das Spiel wahrscheinlich kein Stück. Wir schaffen das! Was auch immer passieren mag, ich bin für dich da. Halt ein unzertrennliches Team. Das reicht. Au. Ihm reicht's wohl auch. Geht bloß nicht drauf. Ich hab schon... Ich hab unser maximales Sterben aufgebraucht. Okay. Fallenden Felsen machen hier alles. Aber ihr merkt schon, hier mit der Piercing 1 Munition, also Perforation 1, kann ich extrem schnell schießen, wenn das Vieh nicht brüllt, als wäre es blöde. Ich soll's doch nicht aus dem Nest lassen. Wo willst du denn jetzt hin? Der Flugdrachen reisen. Ach, hier willst du jetzt hin. Okay. Ich muss jetzt normalerweise den Spezialschuss laden. Natürlich. Wenn ich einmal gerade am Laden bin. Schnell. Oh Gott, Fragas 2 muss ich auch fallen, aber macht sie gerade. Sehr schön. Der Mantel ist bereit. Ausgezeichnet. Oh Gott. Geh nicht drauf. Geh bloß nicht drauf. Hier. Ja.
Irgendwas haben wir ihm gebrochen. Aber bei jedem Leck denke ich, irgendwas ist tot. Entweder er oder wir. Wir sind außer Reichweite, da machen wir keinen Schaden mit unserem Boot. Die ist eingesickert. Unsere Chance. Jetzt alles drauf, was wir haben. Ist halt nicht unsere stärkste Munition, ne? Aber wir können sie in einem Eiltempo abfeuern. Irgendwas gekriegt. Fragezeichenflügel. Zwischensequenz wurde übertragen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben beim nächsten Mal. Machen wir das Vieh dann fertig, dann nehme ich auch eine andere Waffe. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.